Kuckuck. Und herzlich willkommen zurück bei Gothic E2. So, wie ihr seht, stehen wir nicht genau da, wo wir das letzte Mal mit dem Ikito aufgehört haben. Grüße an Ikito gehen nochmal raus an der Stelle. So, Moment. Wir haben nämlich jemanden vergessen. Wir sprechen mit Farmsprecher. Taurus, Getty und dann. Ach, es sind bloß die drei. Okay. Gut. So. Wir sind nämlich hier losgelaufen mit dem Kavalorn. Aber haben hier wieder Ikito das schon gesagt hat. Und ich hab's natürlich. Naja, ich glaubte wieder schlauer zu sein hier. Mehr oder weniger ignoriert. Die stehen nämlich direkt hier im Haus. Guck mal hier. So, da hätten wir Taurus und da hätten wir Getty. Ich hätte nicht gedacht, dass ich dich hier antreffe. Wie alle ich habe gewähnt, dass du schon längst sehr weit weg von hier bist. Glaub mir, ich bin nicht weniger überrascht als du. Wie konntest du denn aus der Stadt flüchten? Kavalorn hat mir geholfen, ohne ihn wäre ich schon tot gewesen. Als es klar wurde, dass wir die Stellung nicht mehr halten können und die Stadt aufgeben müssen, führte er uns einen geheimen Pfad entlang der Küste aus der Stadt hinaus. Und jetzt sind wir hier, auf Akils Hof. Die Orks haben noch nicht hierher gefunden. So, gut, nehmen wir die ganze Bande jetzt mit hier. Lass uns gehen. Ich werde dich zu Onas Hof bringen. Ich versuche aber mal einen anderen Weg. Gut, bring mich hin. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Ja, komm. So, hey, du. Wie sieht's aus? Könnte besser sein. Alleine die Tatsache, dass ich noch am Leben bin, freut mich schon. Das hört sich nicht besonders ermunternd an. Aber wie soll es denn anders sein, Mann, wenn du bloß gesehen hättest, was sich in der Stadt abgespielt hat? Naja, hab's gesehen. Ich bin mir sicher, dass du dann bei weitem nicht so optimistisch wärest. Und die jetzige Situation ist keineswegs besser. Überall wimmelt es nur so von den Orks und es gibt keine Hoffnung, dass es sich in der absehbaren Zeit ändert. Also frag mich besser nicht, wie es aussieht. Ich meine, es ist doch ganz offensichtlich. Schon gut, wie du sagst. Flach kommen oder was? Lass uns gehen. Ja. Wir müssen weg von hier. Oh. Ja, es wurde auch langsam Zeit. Dieses ständige Rumlungern an einem Ort macht mich nämlich immer nervöser. Na, was stehst du herum? Beweg dich. Stimmt, den habe ich in der Stadt gar nicht gefunden. Hätten wir auch mal nachsehen können. Ob wir den, ob der auch in der Stadt war. Taurus war ja auch da. Lange Freude hat er da aber nicht gehabt, wie wir ja jetzt sehen. So, ich versuche aber wie gesagt einen anderen Weg und ich werde auch gleich, ein paar Worte verlieren für den weiteren Ablauf hier bei Return. Hey du! So. Folge mir. Gut. Abfahrt. Vergiss aber die anderen Jungs nicht. Ich habe sie nicht vergessen. Also dann, auf geht's. Hat er uns das beim letzten Mal auch gesagt? Ich weiß es gar nicht mehr. So, pass auf, wir gehen jetzt hier unten lang. Ich hoffe mal, das klappt. So, jo. So, das machen wir erstmal unseren Speicherplatz hier für heute. So, ne, pass auf. Ich habe mich belesen hier in der Lösung. Wie es jetzt weitergeht, wann wir hier das Finale zu erwarten haben und so weiter, damit wir hier nichts falsch machen. Wir bringen jetzt die Bande hier zu Onas Hof. Wenn wir das gemacht haben, kümmern wir uns erst einmal um die Sache mit dem Eisgebiet, dass wir das Ding los sind. So, das sind, wir haben jetzt drei Baustellen hier. Quasi. Und die wollen wir bis zur Folge 400 abgeschlossen haben. Angefangen mit der Baustelle im Eis. Dann der Rest mit den Hütern noch. Und die Orkschlacht. Komm her, Mistvieh! Dankeschön. Ein Mistvieh weniger. So. Na? Schafft ihr das? Dankeschön. So. Wir sammeln aber jetzt nichts auf, wir gehen hier direkt weiter. So, die Orkschlacht, das ganze Ding mit hier Korinth befreien und sowas, das wird hier der goldene Abschluss hier für Returning werden. Deswegen machen wir jetzt diesen jetzt heute hier in der Folge hier.
kümmern, fangen wir an, uns um die Sache mit dem Eis zu kümmern. So. Weil das mit den Hütern, das weiß ich nicht, wie lange das gehen wird. Komm her, Misty! Nein. Mag es ja nie wieder mich anzugreifen. Entschuldigung. So. Mit üblen Schlägern will ich nicht. Geh zu Lord André. Aber willst du mich verarschen oder was? Entschuldigung. Mit üblen Schlägern, weil ich aus Versehen getroffen habe. Entschuldigung, dass ich dir helfen wollte. Aber das ist die ganze Zeit mein Problem. Deswegen bin ich Belia-Anhänger. Nee. Wie gesagt, wir machen jetzt erstmal, wir werden jetzt erstmal keine Orkschlacht kriegen. Wir werden noch eine Orkschlacht kriegen vor der großen Orkschlacht. Die Orkschlacht, auf die ich mich das halbe Spiel schon freue. So, wer aufmerksam aufgepasst hat, der wird, denke ich, mal wissen, was ich meine. So, aber wie gesagt, erst klären wir die Sache in dem Eise. So, machen wir gleich so, pass auf. Weil das scheint das weniger übel zu sein jetzt. So. Und wenn wir das geschafft haben mit dem Eis, vielleicht brauchen wir dafür zwei, drei Folgen vielleicht. Dann hätten wir vielleicht so 8 Folgen oder sowas dann noch Zeit, die Sache mit den Hütern zu machen. Und der Rest mit den Orks dann hier in Korinth halt im Finale. So, und wenn das Finale dann 2-3 Stunden dauert, dann ist das halt so. Vielleicht machen wir auch einen Livestream, weiß ich noch nicht. Kann ich noch nicht versprechen. Weil das Blöde ist, den Finale im Livestream zu machen, ist eigentlich doof. Weil, da kann ich schlecht planen jetzt für dann Gothic 3. Da kann ich, weil ich plane ja die Sachen gerne mit voraus, gerade wenn wir jetzt von einem Spiel zum nächsten gehen. Ich muss ja sicher in der Erde verkriegen. So, dort oben ist die Taverne. Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Also, zwei stinkende Suchende. Sterb, Mistkerl! So. Hä? Was tust du denn her? Doof, wenn ich die jetzt treffe. Gib den Viechern ordentlich Saures! So, wie sieht die aus? Hä, fehlt dir einer? Nee. Dann möchte ich wirklich aufpassen. Deswegen speichere ich mal hier hin weiter. Ja. Wie gesagt, die räumen wir dann später aus hier. Da bin ich jetzt nicht unbedingt sonderlich scharf drauf hier. So, wo rennen wir jetzt eigentlich hin? Wir rennen jetzt schon wieder in die falsche Richtung. Wir rennen schon wieder in die falsche Richtung. Das ist mir beim Testen auch passiert. Da sind wir. Ich will ja. 2, 3, okay. Ich will ja hier lang gehen. Ich will ja übers Weidenplateau gehen. Obwohl. Hier unten standen die auch direkt, oder? Wir müssen hier oben lang. Da hätten wir einen großen Bogen. Das wäre ich jetzt unten am See lang gegangen. So, dann gehen wir hier. So, umgehen wir die an der Taverne. So, und hier unten waren ja, glaube ich, keine. So, alle drei noch da. Hervorragend. So. Gut. Da quaken wir auch gleich mit dem Eli, wenn wir die gleich abgeliefert haben. So, und der Eli, der wird uns dann noch eine Aufgabe geben. Gut gemacht. Ein Tricks viel weniger. Ja, jetzt beruhig dich mal wieder. So, wir können eigentlich hier. So. Skatty braucht natürlich wieder am längsten. So. Schön abspeichern, dass alle noch da sind. Ja. Ja, also wir müssen uns ranhalten. Ich will hier wirklich Folge 400. Länger soll das ganze Projekt hier nicht gehen. Ist sowieso schon ein harter Tobak hier mit 400 Folgen. Das ist ja Wahnsinn. So. Ach,
dieses Rausgekriechen nervt, aber ich. So. Alle noch da, ja. So. Wo war jetzt die Treppe? Die war hier, wenn wir jetzt direkt hier querfett einlatschen, müsste die Treppe gewesen sein. So. Schön mitkommen, Leute. Alle drei noch da, hervorragend. Ja. Ja, wenigstens haben sie uns ein paar Laufwege hier geschaffen. Gelassen. Wollte ich sagen. So. Alle drei zusammen. Ja. Dreh ich mal um. So, wir machen noch kurz mal einen Speicherplatz. So, guck mal hier. Abspeichern. So, abgespeichert. Hervorragend. So. So. Wenn wir die jetzt abgeliefert haben, wie gesagt, reden wir noch mal kurz mit Lee. Und dann gehen wir zu Pyrocar. Und dann, denke ich mal, werden wir ins Eisgebiet gehen. Also, wenn wir uns ranklotzen hier in den Folgen und nicht mal zu sehr hier uns ablenken lassen, dann sollten wir das eigentlich schaffen. Von der Zeit her, wie ich es vorhabe. Ne? Alle drei noch da. Ja. Konnten wir hier vor der Höhle lang gehen? Die sehen die uns hier. Mich greift. Das Problem ist, ich hatte letztens so gesagt hier, ob die uns hier angreifen, wenn ich Ulumulu auf dem Rücken habe. Weil ich ja immer als Held der Knackpunkt hier bin, den die angreifen. Der Witz ist aber, die drei hinter mir, die werden die Orks angreifen. Wenn die Orks sich uns angreifen, greifen die Orks an. Das ist das Problem. Aber wir sind ja so gut wie da hier, wir sind ja schon hier vor der Tür. So, ja, genau. Klappt doch. Oh, Sentenza ist tot. Trauer um Sentenza. Warum die eigentlich den Hof nicht überrennen, bleibt mir sowieso Rätsel. Ja klar, das Spiel soll uns Zeit geben, ein bisschen hier was zu machen. Aber von der reinen Logik her, ist es eigentlich Quatsch, dass die Orks da unten warten. Also, wäre ich ein Ork, ich wäre... Ausgezeichnet. Jo. Wie es aussieht, sind wir schon da. Na, siehst du mal. Siehst du, wie ich es versprochen habe? So. Wir sind da. Wenigstens sind keine Orks in Sicht. Ist ja aber da unten welche. Na, aber weniger. So, Sketty. Ich bin überzeugt, dass ihr hier sicherer seid als auf Akils Farm. Also so. Dann danke ich dir für deine Hilfe. Ohne dich wäre es viel schwieriger gewesen, durch die Ork-Horden zu gelangen. Davon kannst du ausgehen. So. Okay. Hätten wir die Bande erstmal hier. So, haben wir das hier mit den Leuten? Wir müssen nochmal mit Diego quaken hier. So, jetzt können wir uns auch unseren Ring wieder anschalten hier. Guck mal, warte, der. So, wo ist er? Wie die letzte Folge, den wir geklärt haben, brauchen wir den mit dem Ring nicht davon rennen. Das wäre Quatsch. So, Diego und Toro ist wieder vereint. Wie wäre es mit Cavallon? Ihm? Ja, ihm würde ich bedenkenlos mein Leben anvertrauen. Jo. Wir haben zusammen schon eine Menge durchgemacht. Da nehme ich mal an, dass für dich nun das Problem bezüglich zuverlässiger Leute erledigt ist. Habe ich recht? Ganz genau. Vielen Dank für die Hilfe. Jo. Und vergiss nicht, uns Bescheid zu sagen, wenn es Zeit ist, gegen die Orks zu ziehen. Wir werden dir auf jeden Fall helfen. Jo. Gut. Ich werde versuchen, es nicht zu vergessen. Ja, verdammte Wetter, ja. Es gießt wie aus Kübeln. So, verlässliche Leute, Krieg mit den Orks, genau. So, ja. So, jetzt gehen wir mal zu Lee. So. Vor allem, ich finde die Sache mit Isabelle immer wieder witzig. Wir haben jetzt Zwillinge hier. Einmal hier und einmal in der anderen Ladezone, was ja auch genau ist. So, Kollege, was ist denn nun schon wieder? Ach so, wir sollen ja erst zu... Oh, pass auf. Wir gehen jetzt ins Kloster.
Wir sollen ja erst dem Pyrokar Bescheid geben. Machen wir. Aber bevor wir hier irgendwo hinrennen, das Geregne geht mir auf die Eier. Also ganz kleines bisschen, habe ich das schon mal erwähnt? So, wir schlafen mal. Nee, warte. Irgendjemand wollte mir hier mich bis zum nächsten Morgen warten lassen. Irgendwas habe ich gelesen. Ich weiß nicht mal genau, was es war. So, wir gehen natürlich über den Ring hier. Über Magie geht ja nicht. So, Ulumulu habe ich noch auf dem Rücken. Korinneshafen, Orkstadt, Minental, oberes Viertel. Blablabla, ich sag dir, was brauchst du? Halt dein Maul, du kriegst gleich Backen-Solo hier. Jetzt rechts und links vor in die Fresse. Mach mal Platz hier, Mann. So. So, und wie der Pulgo Pyrokar uns gesagt hat, der hat ja irgendwas gesagt wegen der unteren Bibliothek. Jo, dort gehen wir jetzt hin. So. Stimmt, dem Wartras müssen wir noch irgendwas sagen hier. Irgendwas konnte ich dem Wartras hier noch sagen. So, Wartras, hier. Hey! Ich habe den anderen Wassermagier von der Lage in Korinnes berichtet. Dankeschön. Das ist gut, mein Sohn. Ich bin froh, dass es dir noch rechtzeitig gelungen ist. Hier, nimm dieses Gold als Dank. Du hast es dir redlich verdient. So. Danke. Ich will Adanos doch nicht spenden. Das ist ja, so weit kommst du noch. Ich bin Nekromant. So, geh mal rein hier. Komm mal rechts. So. Gorak, hast du hier noch hier, Ich brauch... Du hast doch bestimmt noch ein paar Tränke für mich hier. Wie viel Kröten haben wir hier? Trank der Ausdauer. Mana-Extrakt 50. Komm, eine Perlenscheiß. Nehmen wir auch noch mit. So. 25er. Lassen wir erstmal hier. Wir brauen uns da noch was. So, wir gehen noch mal kurz an den Alchemietisch runter. Wegen Mutagen. Wir hatten doch, hatten wir Mutagene? Ich weiß nicht mehr. Mutagene. mach auf hier. Ja. So, wie gesagt, wir lassen uns jetzt nicht mal ablenken hier. Wir gehen kontinuierlich weiter. So. Mana-Tränke herstellen. Warte. Mutagene Elixiere, Geist. Ja. Fertig. Hervorragend. Genau. Fertig. So, zurück. So, was haben wir noch? Permanente Tränke herstellen. Wir machen natürlich. Fertig. Elixier des Geistes. So, Mana-Tränke herstellen. Können wir Mana extra, reines Mana bestimmt noch herstellen, oder? Fertig. Keine Ahnung. Können wir später immer noch machen. Sowas kann ich auch offscreen mal mitmachen hier so. Wir können ja erstmal hier ein bisschen was in uns reinsaufen, oder? So, erstmal das Ding hier. Wie viel haben wir jetzt? 7000, nee, 4. Das ist scheiße, dass der Kavalon ein Limit hat. Das könnten wir hier auf 7500 hochgehen, mindestens. Vielleicht sogar auf 8000. So, wir liegen eigentlich ganz gut in der Zeit heute hier. Ja. Wir lassen wieder einmal übrig. Bei Mana genauso. So. Naja, wir haben ja quasi 7500. In dem ein Pünktchen ist es jetzt auch scheißegal. So. Das Blöde ist eben, dass wir jetzt nicht mehr zu den Hütern gehen können. Und hier einfach Mana lernen können für die ganzen Lernpunkte, die wir hier haben. Ich sag dir, was brauchst du? Alter, leck mich doch. Ja, mach auf. Hä? Nee. Falsche Richtung. Entschuldigung, mein Fehler. So. Mach doch mal auf diese Scheißtür hier. Der Hammer ist verschwunden. Konnte das geschehen? Der Hammer. Innos wird mich strafen. Ja. So. Mann. Scheiß Pokémon. Ja.
Es wirkt wirklich alles so fremd hier, wenn das alles so komplett umgeräumt ist hier, die ganze Welt. Jetzt mache ich mal schwer zu glauben, dass wir uns immer noch im selben Spiel befinden hier. Weil ganz normal den Gothic-Content hier von Gothic 2 wir haben selber. Und jetzt hier dieses danach hier, so wie wir es in Gothic 3 immer nur erzählt bekommen haben. Die Orks haben Gorinnes hier überfallen. Da hinten. Und das jetzt quasi zu spielen. Na, mein Freund. Hey. Hast du etwas bezüglich der Hüter erfahren? Noch nicht. Das wird mehr Zeit beanspruchen, als ich angenommen habe. Lenk mich also nicht ab und lass mich weiter lesen. So. Natürlich. Ja. Ich habe Neuigkeiten für dich. Was für Neuigkeiten sind das? Die Paladine sind bereit, Verteidigungsstellungen in Korinnes zu beziehen. Lord Hagen wird mit seinen Kriegern ein Lager in der Nähe von Onas Hof aufschlagen und bitte dich, bereit zu sein, dich ihm anzuschließen. Aber warum hat er sich entschieden, gerade dort seine Einheiten in Stellung zu bringen? Nach seinen Informationen konzentrieren die Orks ihre Truppen dort. Daher ist er überzeugt, dass sie dort ihren Angriff starten werden. Also gut. Danke, dass du uns unterrichtet hast. Wir werden uns demnächst deiner Armee anschließen. Demnächst. Ist die Rune fertig? Hier nimm sie und benutze sie nah beim magischen Erz. Nun vernichte diese Kreatur. Ja. Ich werde es versuchen. Ja, das ist Eisgebiet, genau. So. Hast du etwas bezüglich der Hüter erfahren? Ja. Nach dem gründlichen Studium der Manuskripte, in welchen diese uralten Wesen Erwähnung finden, kam ich zu dem Schluss, dass sie doch vernichtet werden können. Allerdings kann man hier kaum von der vollständigen Vernichtung reden, da diese Geschöpfe unsterblich sind. Man kann ihnen jedoch einen Teil ihrer göttlichen Macht entziehen und sie aus dieser Welt verbannen. Und wie sollen wir das tun? Hör mir gut zu. Da die Hüter nicht dieser Welt entstammen und ihr ursprüngliches Refugium in den heiligen Hallen von Vakhan liegt, ist ihre Macht hier nicht so grenzenlos, wie es uns zuerst erschien. Offenbar haben die Hüter genau aus diesem Grund versucht, die Götter zu schwächen. Denn sie wissen, dass ihre Macht mit der von Enos oder Belia nicht verglichen werden kann. Die Götter können sie also selbst vernichten? Hier liegt eben das Problem. Vor einiger Zeit hätten sie das gekonnt. Jetzt ist die Situation aber anders. Die Götter drohen derzeit, ihrer eigenen mangelnden Voraussicht zum Opfer zu fallen, weshalb wir auf ihre Hilfe nicht hoffen dürfen. Tja, das sind ja schöne Aussichten. Ja, das ist in der Tat äußerst bedrückend. Insbesondere in Anbetracht dessen, dass, soweit ich weiß, in unserer Welt keine anderen Gottheiten existieren, die wir um Hilfe anflehen könnten. Und selbst wenn es sie irgendwo geben würde, so ist zumindest mir nichts von ihnen bekannt. Na gut, ich werde deine Worte überdenken. Denk ruhig darüber nach. Möglicherweise gelingt es ja gerade dir, einen Anhaltspunkt in all dem zu finden. Die Hüter wollten dich doch nicht ohne Grund ermorden. Du stellst also für sie eine ernsthafte Bedrohung dar. Das bedeutet, dass, solange du lebst, wir eine Chance haben. Und das sind keine leeren Worte. Das würde ich doch gerne glauben. Wie wär's mit... Nein, ist mir zu teuer. So, wir gehen nochmal zum... jetzt müsste eigentlich der Lee mit uns nochmal kurz darüber sprechen. Das werden wir nochmal machen. So, hier können wir ja mit dem Teleport hingehen. So, den Knackpunkt hier vom Lee, den wir hoffentlich jetzt kriegen, was ich gelesen habe, werden wir uns jetzt holen. Und dann werden wir, wie gesagt, das Eisgebiet, das Ding erstmal machen. So. Gut, okay. So, wir gehen jetzt ins Eisgebiet. Nee. So. Plateau Orks in den Bergen. Genau. So, ich hoffe mal, wir verlaufen uns jetzt nicht allzu sehr hier. Ach stimmt, hier muss ich ja die Orkpelle wieder tragen.
Muss ich die eigentlich noch tragen oder nicht? Wir machen es ganz einfach, bevor wir jetzt wieder sinnlos neu laden müssen. So, dann gehen wir erstmal hier hin. Hier haben wir die ganzen Klamotten. Robe des Ork-Schamanen, genau. So, dazu setzen wir natürlich das Ding mit auf. Ulumulo haben wir. So. Okay. Dann würde ich mal sagen. Aber Wand hinter uns. Nee. So. Wo war jetzt der blöde. Wo waren die jetzt? Die Bande. Wir gehen mal hier auf den Aussichtspunkt. Bergorg. Wo waren die jetzt? Wo ist jetzt diese komische. War das hier unten? Ja, das brauche ich nicht, dass wir uns hier irgendwo verlaufen jetzt. Wie gesagt, das kostet alles unnötig Zeit, wenn wir hier mit Folge 400 abschließen wollen. Und der Witz ist, wenn jetzt der eine oder andere von euch das Ding hier erst, ich laufe schon wieder vollkommen verkehrt, sieht, wenn das komplett schon abgeschlossen ist, der wird natürlich wissen, ob wir das geschafft haben hier mit Folge 400. Ich hab's gewusst, dass wir erstmal suchen müssen wieder. Warte mal, hier ist noch dieser komische See. Was ist das denn hier? Hier, genau. So. Ich nehme mal an, vor dem Erz. Das war doch hier hinten. Da saß doch vor so einem Erzhaufen, oder? Steck die Waffe weg. Ist was? Die dürfen die Waffe ziehen hier vor mir. Aber ich vor denen nicht. Das ist doch frech, oder? So. So, wo war jetzt das Erz? Wo hattet ihr euer das Erz? War das hier in dem extra Bunker? Nee, der redet nicht mit mir. Wo hatten die das Erz jetzt hier? Da. Also von hier aus soll ich das jetzt machen. Komm. So, wo ist das Ding jetzt? Das Ding hier. Orkischer Teleportzauber. Wir machen das mal auf die 10. Zu weit entfernt. Leckt mich am Arsch. Keine Ahnung. Was sagt er jetzt? Expedition der Feuermal. Bürgergammel Rune. Ich soll ihn nahe vom magischen Erz einsetzen. Hä, mach ich doch. Irgendwo ein Bettchen. Nee, pass auf, wir legen uns jetzt mitten hier bei den Orks schlafen. Wir gehen jetzt zu dem Tempel dort hoch. Ich probiere das hier nie keine Stunden lang. Wir haben ja einen Teleporter hier oben. So, ausruhen. 10 Stunden. 5 Uhr wird gleich wieder heller. Ja, mach mal. Wir müssen wir bloß wieder hier rausfinden. Die scheißen sich nicht so ein, weil da mal wenig Magie benutze wie die anderen. Uiuiui. Ach Mensch. So. Wo ist lang? Hier. Ja, wir dürfen ja eigentlich dort oben rein. Der wollte ja das von dem untoten Drachen haben, der Typ da. So, wo ging es jetzt hoch hier? Hier geht es doch irgendwo hoch.
Wieso sind wir jetzt beim Teleporter? Ich hasse dieses Ding. Das ist nicht groß, das Ding, aber es ist da hinten. Okay, da hinten lang. In die Richtung müssen wir. Mach doch mal den richtigen Satz hier. So, also wir gehen jetzt erstmal hier nachgucken, was da hinten ist. Da müsste ich jetzt hier in der Folge erstmal das mit der Expedition der Feuermarke wieder raussuchen in der Lösung, um das mache ich jetzt nicht in der Folge, das mache ich dann zwischen den Folgen. Offscreen. Das klingt jetzt fast nach Durchhetzen hier, was ich jetzt hier vorhabe. Kann sein, dass es das vielleicht auch ist, aber wie gesagt, wir sind schon so lange hier dran an der ganzen Sache, wie über ein Jahr halt schon. Und wie gesagt, ich will das Ding auch mal abschließen und dann mal zur nächsten Etappe kommen, was ja in dem Fall Gothic 3 wäre. So. Was scheiße, die greifen mich an. Ja, okay. So. Puh, keine Ahnung. So, wenn wir jetzt halt leben wir, ja. Achso, und bei Gothic 3, wenn wir bei Gothic 3 sind, dann werden wir natürlich wieder ganz normal 30 Minuten machen. Dass wir hier auf 40 hochgegangen sind, ist nur dem geschuldet, dass wir das hier relativ zeitnah, denke ich mal, jetzt auch mal zu einem Abschluss bringen hier. Weil wir sind ja praktisch hier im Endspurt. So. Brauche ich hier das Ulumulu? Doch eigentlich nicht, oder? So. Hier ist die Seele des auserwählten Belias. Das ist sie wirklich. Meine Bewunderung, großer Krieger. Kann ich jetzt rein? Wie versprochen, leg die Seele auf den Altar hinter dir. Danach öffnet sich das Tor und du kannst passieren. Dankeschön. Ja. Na endlich. So. Wir ziehen uns aber mal um hier der Weile. Wir ziehen mal hier unsere mächtigeres Ding an. Sicher ist sicher. Ja. So, wenn das ist wie bei Loa, dann kommt es eine Ladezone, oder? Hm. Das ist aber eine andere Ladezone als dort. Was ist das denn? Soll ich hier rüber hüpfen oder was? Ach nö, was ist das denn für ein Mist, ehrlich? Was Blöderes konnte euch nicht einfallen, oder? Gibt's hier noch einen anderen Weg? Nicht wirklich. Also das sind so Punkte, wofür ich Returning hier, weißt du was, wir machen uns das jetzt einfach.
Ich habe keinen Bock, hier 20.000 mal neu zu laden, das Ding. Ich bin doch nicht bekloppt. So, aus das Ding. So. Das speichern wir natürlich direkt ab. So. Greift die mich an? Entschuldigung. Stimmt. Keine Ahnung, was das hier werden soll. Wir gehen einfach mal. Hallo? Okay. Keine Ahnung, was das hier soll. Was ist das? Da steht ein Golem darauf. Sollen wir den umbringen? Nee. Das Ding. Schrei der Toten. Freger. Ist das das Ding hier, dieser... Der greift mich an, oder? Mensch, du bist da. Ja. Du redest mit mir. Besonders gewaltig bist du nicht. Meine Größe spielt keine Rolle, Sterblicher. Ich kann jede Größe annehmen, die ich will. Ach so. Wer bist du? Die Wächter gaben mir den Namen Frega und ich bewache das Tor von Igezart. Wer ist Igezart? Der hinter dem Tor, mehr brauchst du nicht zu wissen. Wie komme ich durch? Dein Weg ist hier zu Ende, Sterblicher. Ach so. Lass mich durch. Greifen die mich jetzt auch an hier. Das ist, dass sie die Golems so ausgepowert haben, dass die pausenlos zuschlagen. So, wir machen uns erstmal wieder, bevor wir hier, wir skippen das gleich durch hier. So, wo habe ich meine Todeswelle? Das war, die war doch auf den 10, hatte ich die doch, oder? Urizil-Welle des Todes. Warte mal. Welches ist jetzt die Todeswelle? Belias Klaue, ich hatte doch zweimal Urizil. Die hat doch einmal hier, Hand Adamas, was ist das denn? Chaos-Magie-Schaden. Was denn? Hand Adamas? Keine Ahnung. So. Wie war's, wenn wir uns mal eine dies mitnehmen hier? Eine kleine Armee? Ja, jetzt haben wir wieder den Ring vergessen hier. So, wir sind auch gleich fertig für heute. Aber den Golem wollte ich noch mitnehmen. Was machst denn du? Scheiß Knopf wieder hier. Ja, falscher Knopf hier. So. So. Na komm. Mensch, du bist da. Ja, ist ja gut. Beruhig dich mal. Na klar, na klar. Darf ich wieder nichts. Keine Hilfe mehr hier spummen. So, haben wir hier irgendein Fleckchen, wo der nicht hinkommt? Aus dem Dialog raus, wie gesagt, das hat die öfter schon.
Er rennt mir wirklich bis zum... Hängt er sich vielleicht hier am Abgrund fest? Der springt jetzt runter. Das kann sein. Spornt er jetzt wieder dort hinten? Das ist mir eigentlich scheißegal, ob der jetzt dort hinten spornt. Aber so habe ich vielleicht eine bessere Angriffsmöglichkeit. Der müsste eigentlich wieder hier hinten sein, oder? Ja. So. Machen wir hier wieder zu. Nee. Okay. Wir holen uns mal den Dämon. Hier haben wir noch einen Dämon. Ach stimmt, ich wollte das hier mal ausprobieren. Das macht wie viel Schaden? Armee der Finsternis, wo ist mein hier? 9. Das macht 1330. Ja gut. Nee, Dämon. Ich will meinen Dämon hier haben. Vielleicht ist ein Dämon besser. Ja. Aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge weiter hier. Damit bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal und ciao.